wunderschönen Menschen, herzlich willkommen auf dem Kanal PS Blick. Herzlich willkommen an einem unglaublich warmen, schönen Sommertag. Herzlich willkommen zum Verbrauchsvideo mit meinem Honda CRX. Ich war gerade tanken, habe den Kilometerzähler genullt und das bedeutet, es geht jetzt los auf die Verbrauchsrunde, die jetzt ein ganz kleines bisschen anders ausfällt als sonst. Denn in Polen gibt es keinen Super 95 mehr, keinen normalen, es gibt nur noch Super 98. Ich musste mir eine andere Tankstelle suchen. Das hat 5 Kilometer Änderung an der Route verursacht. Ich denke aber, da die Routenzusammensetzung im Ganzen gleich bleibt, also ungefähr knapp 180 Kilometer Landstraße und Autobahn, macht das den Kohl nicht so wirklich fett. Es ist das gleiche Fahrprofil, es ist der gleiche Sprit im Auto, es ist das nächste Auto im Fuhrpark, ist das nächste Auto, das hier für euch auf dem Kanal auf die Verbrauchsrunde geht. BMW 316, ihr habt das schon gesehen, BMW 540, ihr habt das schon gesehen, Alpina B3 habt das schon gesehen. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, der Honda CRX, wie sparsam wird er sein? Das Auto ist ja seit diesem Sommer übrigens genau 10 Jahre in meinem Besitz und das Video wird relativ genau um den 10. Geburtstag von mir und dem CRX zusammen entstehen. Also 10 Jahre nach dem Tag, wo ich das Auto geholt habe. Ist auch eine wahnsinnig schöne Anekdote, muss ich mir auch irgendwie noch so eine Kleinigkeit einfallen lassen, um das zu feiern. Ja, mein CRX, das Traumauto meiner Jugend, meine größte Autoliebe, ist jetzt tatsächlich schon 10 Jahre, ziemlich genau 10 Jahre bei mir. Hat in dieser Zeit seinen Kilometerstand mehr als verdoppelt. Geholt habe ich ihn mit nur 60.000 Kilometern. Da hätte wahrscheinlich jeder gesagt, so eine Zeitkapsel, darfst du nicht viel fahren, muss der niedrige Kilometerstand konserviert werden. Ja, also ein CRX macht am meisten Spaß, wenn man ihn fährt. Das tue ich nach wie vor, das tue ich auch so, wie er damals gebaut wurde. Das heißt auch mal sportlich, der ist technisch top in Ordnung, also muss er es abkönnen, wenn ich auch mal Gas gebe. Das ist das perfekte Stichwort jetzt hier, auch mal Gas zu geben, denn die Verbrauchsrunde geht über Landstraße und Autobahn. So, auf der Autobahn ist 100 erlaubt, die 100 auf der Landstraße ist 100 erlaubt, die 100 fahren wir auch. Und auf der Autobahn richte ich mich an der Richtgeschwindigkeit aus von Tempo 130 und wenn es frei ist, dann auch mal schneller. Natürlich, das ist jetzt nicht das Zeitenmessen-Video, das ist auch kein Vollgas-Video, wo es Vollgas-Orgien geben wird, aber im freien Bereich mal 170, ich denke mal, das kann ich ganz, ganz mühelos machen mit dem CRX, da hat er auch mehr als genug Reserven dafür. Ja, und klar, der Motor, der will ja auch mal drehen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Auto eine längere Autobahntour mache, dann wieder nach Hause komme, da habe ich das Gefühl, der läuft noch ein bisschen runder. Der schaltet noch ein bisschen weicher, der fühlt sich noch ein bisschen wohler, der genießt das einfach, dass er mal Temperatur bekommt, dass er mal Drehzahl bekommt. Ja, 124 PS nach wie vor, 1,6 Liter, 4 Ventiler, 4 Zylinder, Saugbenziner, ein Hochdrehzahlmotor, trotzdem überraschend langer Hub. 90 mm Hub ist ungewöhnlich für solche hochdrehenden Motoren, dass sie langhubig ausgelegt sind. Normalerweise eher ein unterquadratisches Bohrung-Hub-Verhältnis mit einem kürzeren Hub, dass die Kolbengeschwindigkeiten in sich im Rahmen halten. Vorteil der langhubigen Auslegung hier im CRX ist, ich kann mühelos niedertourig fahren, aber so unter 1.500 Touren, das mag er dann doch nicht so, deswegen bleibe ich innerorts meistens im vierten und außerorts, sobald ich ein bisschen schneller fahre, geht ganz mühelos der fünfte. Getriebeübersetzung wird gleich noch ein Thema sein, wenn wir aus dem Innerortsbereich raus sind, auf der Landstraße, denn der CRX ist echt kurz übersetzt. Also für meinen Geschmack hätte man einen fünften Gang gerne noch länger übersetzen können. Würde er von der Kraft her mühelos schaffen, würde den Drehzahlen auf der Autobahn beim Reisen zugutekommen. Ja, aber war damals eben nicht gewollt. Prämisse bei Honda war auf der Basis, auf der technischen Basis des Honda Civic, einen Sportwagen bauen, Baukastensystem, Einzelradaufhängung, voll elektronische Einspritzung, Hochdrehender, Vierzylinder, Vorderradantrieb. Und ja, was dabei rausgekommen ist, ist meiner Meinung nach eins der tollsten Autos, was Japan jemals verlassen hat. Ein wahnsinnig alltagstaugliches Auto immer noch, kann ich euch wärmstens empfehlen. Habe ich mal ein Video dazu gemacht, eine Woche CRX im Alltag. Ja. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch Kanal abonnieren, Glocke anmachen, vielleicht die CRX-Playlist mal durchsuchten. Wenn ihr wegen dem CRX hier gelandet seid oder weiter dabei seid, CRX-Videos von mir zu gucken, haben sich einige von euch auch gewünscht. Vielen Dank dafür. Ja, es gibt nicht so sehr viel rum zu erzählen um den CRX, weil er macht einfach nach wie vor einen wunderbaren Job. Ich genieße es jedes Mal mit dem Auto zu fahren und ich habe euch schon so viel zu dem Auto erzählt, dass ich euch auch nicht veräppeln und euch jedes Mal das Gleiche erzählen will.
Genau, das ist jetzt mal wieder so ein neues Thema. Ich bin ziemlich gespannt, was dann am Ende bei rauskommt auf der Verbrauchsrunde. Ich will jetzt hier auch noch gar nicht zu viel reden und zu viel spoilern. Ich komme jetzt gerade in die City rein, hoffe natürlich auf ein kleines bisschen Ampelglück und dann schauen wir mal. Und wie immer in der Verbrauchsrunde ist der Teil erreicht, an dem es auf die Autobahn geht. Ja, habe ich gerade schon erzählt, wie ich das so handhabe, und jetzt kann Kamerafrau mal einmal bitte auf den Tacho filmen, denn so ein CRX, der kommt natürlich auf dem Beschleunigungsstreifen ein bisschen besser aus dem T als ein BMW 316i. Was ihr gerade noch seht, ist, wenn ihr seht, ja, die Drehzahl bei Reisegeschwindigkeit, die natürlich in so einem CX viel, 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 viel höher ist, als man das von modernen Autos kennt, als man das vielleicht auch so von den eigenen Autos kennt. Ich weiß nicht, aus welcher Generation ihr kommt, was so eure ersten Autos waren. Vielleicht war es ein 3er Golf, da seid ihr mit ähnlichen Drehzahlen aufgewachsen. Vielleicht war es ein Mazda 6, vielleicht war es aber auch schon ein 5er oder 6er Golf. Opel Astra, Opel Vectra C, Astra H, sowas in der Art. Je moderner die Autos geworden sind, desto länger wurden auch die Übersetzungen im höchsten Gang, in vielen Fällen natürlich, um Kraftstoff zu sparen, aber auch um den Motor zu schonen. Und wenn ich dann jetzt im Honda CX hier 120, 130 fahre, mit über 4000 Touren, da ist das für den einen oder anderen halt ungewohnt. Und ich weiß auch, damals, als das Auto rauskam, da gab es einige, die sich gefragt haben, na, wie soll denn so ein hochdrehender Motor so lange halten? Ja, und ein gut gepflegter CX-Motor, der überlebt ohne Probleme 3, 4, manchmal 500.000 Kilometer. Wenn er frisches Öl sieht, wenn er warm gefahren wird, wenn er regelmäßig einen frischen Zahnriemen bekommt. Und das Schöne ist, er hat die Kraft, er hat die Reserven, er hat ja keine Mühe mit dem leichten Auto. 930 Kilo, kleine Stirnfläche, gute Aerodynamik. Da trete ich bei 120, 130 aufs Gaspedal. Da passiert noch mal was. Da macht er das ganz lässig. Das Einzige, und ihr merkt es an meiner Stimmlage, ist der Geräuschpegel. Für uns, wenn wir uns jetzt hier im Auto unterhalten, ist es nicht so unangenehm. Aber klar, wenn ihr ein modernes Auto gewohnt seid, dann ist es für euch natürlich echt laut. Das, was ich für euch immer nicht so wirklich rüberbringen kann, ist halt die Leichtigkeit des Seins hinterm Lenkrad von so einem CRX. Und wenn ihr denkt, es ist ja bloß ein kleines Go-Kart, so um auf Landstraßen rumzufetzen, ja, dann seid ihr wahrscheinlich noch nie mit dem CRX Autobahn gefahren, denn trotz des kurzen Radstandes, trotz des leichten Gewichts, der macht das einfach so gut. Und der hat halt auch Reserven. Bei 170 liegt er gut auf der Straße. Wird mich unruhig. Nur ein bisschen laut. Wobei ich ohnehin so ehrlich zu euch bin, das mache ich jetzt mal für die Verbrauchsrunde. Das mache ich hin und wieder auch einfach so aus Spaß an der Freude oder mal zum Überholen. Oder wenn hinter mir irgendein 2,0 TDI oder irgendein Ford Focus mit 1,0er EcoBoost der Meinung ist, dass er mich unbedingt in der 120er-Zone schon von der linken Spur schieben will. Naja, wenn dann das Schild kommt, das wir alle so sehr mögen, mit dem grauen Untergrund und den schwarzen Querstrichen, schalte ich mal runter und drehe aufs Gaspedal. Aber meistens fahre ich meine 120, 130 Reisegeschwindigkeit. Und gerade bei so einem Wetter wie heute, dann mache ich das dann auch ohne Kamera, aber mit offenem Fenster. So, ihr schönen Menschen, 174 Kilometer auf dem Zähler. Letztes Mal waren es 178, aber ich glaube, die 4 Kilometer machen den Kohl nicht fett. Denn es ist das gleiche Fahrprofil, der gleiche Anteil Landstraße, Autobahn, bisschen innerorts. So, und ich rechne jetzt hier für euch
Habe 9,8 Liter nachgetankt für 17,50 Euro, ja, deutscher Preis. Und komme auf einen, na, das ist so schön. Mal gucken, ob ihr das erkennen könnt, sonst mache ich euch einen Screenshot rein. 5,6 Liter Super hat der CRX verbraucht. Ja, geil, bin ich hellauf begeistert. Ist in etwa das, was ich erwartet habe, muss ich sagen. Bin mal gespannt, ob mir vielleicht der ein oder andere mal drunter geschrieben hat in die Kommentare, was er so gedacht hat oder was ihr mit euren CRX verbraucht habt. Das würde mich auch mal interessieren. Diejenigen, die selber CRX gefahren sind, was habt ihr so verbraucht? Auf welchem Profil? Und klar, also mir ist schon bewusst, 5,6 Liter Super, fast ohne City-Anteil. Wenn ihr CRX zum Pendeln nutzt, im Alltag öfter mal Kurzstrecke fahrt, da wird der Verbrauch natürlich ein paar Zehntel höher sein. Das Höchste, was ich aber geschafft habe, im CRX zu verbrauchen, ist relativ am Anfang, wo ich den relativ neu hatte. Da bin ich Wochenende öfter in Berlin gewesen. Freunde besucht, Club gegangen, da war ich auch noch jung und wild und da lag ich mal bei 7 Litern, also mit ganz viel Stop and Go 7 Litern. Wenn ich Langstrecke fahre, Autobahn so 130, 140, dann verbrauche ich vielleicht 6,5 Liter, 6,3, 6,4, 6,5. Ich finde es immer noch unglaublich sparsam, auch dieser Landstraßenverbrauch jetzt. Wenn ich wirklich hier zwischen den Dörfern fahre, na so wie gerade eben, nicht besonders sparsam, sondern einfach das Auto rollen lasse. Wenn was zum Überholen gibt, gebe ich Gas und überhole. Wenn ich Lust habe und die Sonne scheint, dann drehe ich ihn hoch, freue mich an diesem wunderschönen Vierzylinderklang und da fahre ich tanken und habe 5,6 Liter Super verbraucht. Ganz ehrlich, zeig mir ein neues Auto, was so viel Spaß macht wie ein CRX und dabei noch so sparsam bleibt. Kenne ich keins. Bin viele modernere Autos auch gefahren, gibt's keins. Kenne ich nicht, keine Chance. Das ist... Honda hat in einer Zeit, 1987, kam der CRX ED9 raus, als 1,6 Liter ohne Cut, in einer Zeit, wo das Basismodell vom Civic noch genauso mit dem Vergaser rumgefahren ist, wie die Basismodelle vom VW Golf und Opel Kadett und sogar noch Mercedes 190, hat Honda in CRX gebracht mit voll elektronischer Benzineinspritzung. Kurze Zeit später, als die Einspritzmotoren kamen von Mercedes, von BMW, da hat VW Audi noch rumgeritten auf ihrer Mäusedusche, auf ihrer Zentraleinspritzung, was ja auch nicht eigentlich nichts anderes ist als ein elektronisch gesteuerter Vergaser. Das kannst du vergessen, solche Verbräuche mit den Autos zu erzielen. Ne? Die verbrauchen einen Liter mehr, was auch nach heutigen Maßstäben immer noch nicht viel ist, was auch nach damaligen Maßstäben waren sparsame Autos. Wenn du so ein 1,8er Jetta hast oder ein 6er Jetta und du fährst den mit 6,5 Liter Super, ist alles in Ordnung, will ich nicht schlecht reden. Aber einen Sportwagen zu bauen mit den Fahrleistungen eines CRX, den du normal bewegt mit 5,6 Litern Super fährst, da kann man schon fast gar nicht so viele Medaillen in Gold gießen, wie die Honda-Ingenieure verdient haben. Das ist japanische Ingenieurskunst vom aller Feinsten. Und das ist natürlich auch für mich damals als Azubi, als ich das Auto gekauft habe, ein ganz toller Bonuspunkt gewesen. Ich habe mir CRX gekauft, weil er total toll aussah und weil er viel Leistung auf wenig Gewicht hatte und weil er bezahlbar war, auch mit dem Azubi-Gehalt. So, dass so ein Fahrspaßauto, was so toll fährt, so toll klingt, so toll aussieht, dann auch gleichzeitig noch so sparsam ist und damit auch für die Azubi-Kasse bezahlbar, na, das ist doch ein unglaublicher Bonus. Ne, das ist damit einer der Gründe, die einen CRX liebenswert machen, wenn auch nicht der Grund. Na klar, denn beim Fahrspaß ist es so, Kraft kommt von Kraftstoff und wenn du Spaß haben willst, willst du Spaß haben. Da willst du nicht unbedingt gleichzeitig unbedingt super viel Sprit sparen. Aber beides auf einigermaßen miteinander vereinbaren Nenner zu bringen, das schaffen nur ganz, ganz, ganz wenige Hersteller und Honda ist einer davon und hat es mit dem CRX geschafft. Toll. Also jetzt habe ich den Beweis für euch erbracht in diesem Video. Alles, was sonst noch am CRX liebenswert ist, das habe ich euch eigentlich schon an den anderen Videos erzählt. Ich freue mich jetzt im Schneekönig, dass ich Klugscheißer recht gehabt habe und der CRX wirklich so sparsam ist, wie ich es den Leuten immer erzähle. Gut, wie gesagt, ich habe es euch erzählt. Ich habe die meisten Kilometer jetzt hier draufgebracht, über 70.000 Kilometer, denn bekanntlich, CRX macht nicht nur am meisten Spaß, wenn man damit fährt, CRX macht auch viel, ganz viel Spaß, wenn man damit mal Gas gibt. Und was ein CRX definitiv nicht mag, dass es zu viel rumsteht. Also wenn CRX zu viel rumsteht, dann geht er eher kaputt, als wenn ihr zu viel mit ihm fahrt. Denn Honda, CRX und zu viel fahren, das sind Worte, die kann man nicht miteinander in Einklang bringen.
Also ein CX kann man eigentlich gar nicht genug fahren, das findet er total toll. Dann bleibt er gesund, dann läuft er zuverlässig und dann verbraucht er wenig Sprit. So. Noch Fragen? Wenn ja, dann schreibt mir, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir auch. Bin ich gerne offen dafür und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ich habe euch lieb, allzeit gute Fahrt. Ciao.